Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind immer noch dabei, Orchendor zu töten für den Dedra-Prinzen Pirite. Ich meine, er hieß Pirite oder Parrot oder so. Ist auch egal, wir machen jetzt einfach mal weiter. Genau, jetzt sind wir stehen geblieben. Richtig. Okay, wollen wir mal gucken, was erwartet uns denn hier noch schön. Da oben laufen ein paar Leute rum. Okay. Stehen hier oben auch ein paar Leute rum? Erstmal du da. Hier, komm. Mach dich ab. Danke. Oh oh. Nee, versorgt. Den nicht. Haha. Jetzt haben sie eine nähere Ahnung, wo ich bin. Zwei gefressen hier. Kein Problem. Zwergenpfeile hat er sogar gehabt. Bin immer gespannt, was das hier geben wird. So, er da ist er vor mir hergelaufen. Den konnte ich lockig töten. Ah, er hat Eisenpfeile. Sehr, sehr schick. Okay. Was gibt's denn hier so? Was Spannendes. Ah, eine Truhe. Schon mal sehr gut. Ah, perfekt. Und den Hebel muss man doch sicherlich umlegen. Jo. Das war zu erwarten, Freunde. So, gibt's nach oben. Kann ich eigentlich noch was machen hier bei der Schießkunst? Nee, ne? Ab wann kann ich denn wieder? 80? 90? Gut, das ist 100, das ist klar. Und 70. Ja, schneller Spannen des Bogens. Das ist super. Das brauchen wir noch. Ich würde gerade sagen, hier unten ist hundertprozentig irgendwas. Aber durch die Tür geht es doch bestimmt weiter, anstatt hier unten entlang. Ach komm, versuchen wir es doch einfach mal. Ja, sage ich doch, da ist eine Truhe. Dietrich Gold, Zaubertrank. Eine Diamanthalskette. Stahlstreitkolben der Furcht, war das gerade richtig? Habe ich das richtig gelesen? Ich meine schon. Oh, ich wollte doch nur da oben. Ich will mich gucken, ob hier oben auch noch irgendwas ist. Nee. Okay. Also durch die Türe. Da ist ein Gefallener. Oh, da sind sogar mehrere Befallene. Hallo. Komm doch mal hier hochgelatscht. Na komm. Kann ich ja gerne drüber laufen. Passiert nämlich nichts. Schlecht gewesen, aber ich will da oben noch mal gucken, was jetzt hier rechts gewesen wäre oder rechts ist. Ist ja einfach nur ein leerer Raum. Dieser Raum gefällt mir ganz so gut. Oh, oh. Es war so klar, dass das passiert, Freunde. Aber ich konnte es ja einfach nicht lassen. Ich habe die Schuhe gesehen und muss die Schuhe nehmen. Ja, ja, ist okay.
Pfeile. Das ist das Problem bei solchen Gegnern. Man findet seine Pfeile einfach nicht wieder. Naja. Ist halt so. Statt halt wieder einen sehen. Weder kommen jetzt noch mehr raus. Hilfeschild der Blitzunterdrückung. Nice. Amethyst. Zaubertrank der Magiker und Eisenzweihänder der Funken. Entschuldigt immer noch, wenn ich immer noch zwischendrin am Schniefen bin. Meine Allergie ist immer noch stark bemerkbar. Und da kann ich mich beim ersten Schuss gekillt. Aber dann zum zweiten. So, du hast Stahlpfeile dabei, das freut mich. Von dir krieg ich den Pfeil nicht wieder. Zwergenbogen habe ich selber. Eisenpfeiler hier. Es hört sich doch sauber an. Na gut. Weiter geht's. Betadans Werkstatt. Quest brauchte man auch diese Dwemer-Zahnräder, die nehme ich jetzt aber nicht mehr. Da geht's weiter. Da will ich gerade eben nochmal die Treppe hier hochrennen und gucken, was da so Schönes ist. Oberer Bereich, der muss nicht hin. Okay. Dann tatsächlich da. Okay.
falsch gedacht. Auch oberer Bereich. Wäre vielleicht von einem anderen oberen Bereich besser gewesen. So muss ich mich durchkämpfen. So hätte ich erstmal von oben mir Überblick verschaffen können. Dazu aus, dass hier was wäre. Ist aber nichts. Ja, ja, hier ist jemand. Ist richtig. So, wer ist hier noch? Mensch! Ja, ich lass mal ein bisschen näher kommen. Wie ein kleines Kind. Ja, ja. Ist das nur eine Tür? Wohnbereich. Nee. Wohnbereich muss ich nicht. Da komme ich. Pfeile. Oh, Pfeile. Geil. Einfach geil. Das hat seitlich aber das Netz getroffen. Habe ich das voll in den Rücken geballert. Wieder oben. Oh, Eispfeile dabei, sehr geil. Okay. Die Frage ist, wo müssen wir weiter? Hier ist erstmal eine Truhe. Sorry, ich musste mich mal gerade muten. Ich musste ein bisschen husten. Jetzt will ich mir mal gerade meinen Ring angucken, den ich hier habe. Bekleidung. Wo ist der Ring? Ring der geringen Gesundheit 2040. Gesundheit anziehen. Perfekt, jetzt haben wir noch mehr Gesundheit. So muss das. Okay, ich will erstmal hier unten gucken, was es hier unten so gibt. Wahrscheinlich nichts, aber. Von da oben wäre ich dann wahrscheinlich hier reingekommen. Wäre möglich gewesen. Ist aber jetzt auch egal. Wir sind jetzt hier oben. Und fertig. Und hier oben noch Gegner. Wir müssten das eigentlich gehört haben. Wir müssten auch nicht zugerannt sein. Also gehe ich mal davon aus, dass hier oben keine mehr sind. Ja, da oben wäre ich rausgekommen. Hätte ich die hier dann alle killen können, aber. Dann bin ich, glaube ich, reingegangen. Aber ich weiß es nicht. Ist aber auch, wie gesagt, nicht so. So. Untergeschoss. Ich bin nach oben gelaufen und gehe ins Untergeschoss. Da muss jetzt hier aber noch eine lange Treppe nach unten gehen. Freunde. Hier ist nix. Nicht mal eine Truhe oder ein Trank oder sowas, sondern es geht hier einfach weiter. Wo sind die nächsten Befallenen? Okay. Ja, ja. Befallenen. Da werden alle Voraussicht nach gleich irgendwelche Bremer Viecher rauskommen. Die anderen Pfeile. Das ist ein Pfeil. Na gut, einen habe ich verloren. Nicht magisch. Ist hier nicht noch einer gewesen? Nur die beiden? Hä, die haben beide? Na, ist auch egal. Weiter geht es. Aber ich. Komme ich denn überhaupt näher? Hallo.
ist der andere. Hingerannt. Wo versteckst du dich? Da hinten. Oh, ich hab doch Schnaps gesoffen. So hört sich das an. Okay, lassen wir das. Machen wir das lieber wieder aus. Au, oh, das hätte ich machen können. Voll schlau. Das wäre witzig gewesen. Für mich. So. Da haben wir ein bisschen mehr ausgehalten. In dem Raum. Orkischer Pfeil. Eis. Geht. Eisen. Muss das sein? Hier hinten geht's da drauf. Alles klar hier. Ich will jetzt aber schnell, bevor ich hier noch zerfetzt werde. Oh, ich wiege gleich schon wieder zu viele Leute. Aber hier findet man auch so viele Sachen. Und das ist ja eigentlich schon eine ziemlich geniale Festung hier. Oder alte Zwergenstadt. Die ist einfach riesig. Und das sind die Zwergenstädte meistens. Aber hier. Gut, hier sind halt die wie heißen sie? Befallenen. Aber keine Falmer. Falmer, die stören mich immer so ein bisschen. Jetzt hier so die Befallenen, das finde ich ganz gut. Die haben Eisenpfeile und keine Falmerpfeile dabei. Weil die benutze ich eigentlich in der Regel mehr. Die Eisenpfeile. So. Da kommt wieder ein. Sind ein paar. Da kommt wieder einer. Sind ein paar. Ist klar, Janik. Hast recht. Kann man davon was wegnehmen? Schade. Ah, da ist er. Da ist er. Sind sogar zwei. Okay, komme ich da oben drauf? Ich denke nicht. Nein, ist mir jetzt auch vollkommen egal. Weiter geht's. Wir müssen ja wirklich nicht jeden einzelnen Millimeter erkunden. Obwohl ich das immer ganz gerne mache. Wer? Oben? Zwei Stück. Okay, versteckt. Wo waren die jetzt? Ah, da hinten. Alrighty.
Gold-Erz, Alter. Da wollen wir doch mal ein bisschen Gold-Erz schürfen. Hier ist ja nicht so viel, das ist jetzt eine Ader, das können wir ruhig mal abbauen. Aber es wäre wahrscheinlich auch wieder schneller gegangen, wenn ich direkt die Spitzhacke in die Hand genommen hätte. Habe ich nicht, sei es drum. So, da liegt's. Hä, warum? Ich will den Pfeil wieder haben. Danke. Noch einer liegen. Das war gut. Kurz Spinnenarbeiter. Egal. Gut. Einfach da raus. Frechheit. So. Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Hört sich an, als ob irgendwas geheilt werden würde. Studierzimmer. Auch dieses. Diese. Wemerstadt, Zwergenstadt. Ist mir wirklich unbekannt. Also, diese Quest habe ich scheinbar auch noch nicht gemacht. Ich dachte, ich hätte alle Dedrischen Quests gemacht. Ich hatte auf der PlayStation 3 die Errungenschaft dafür, da muss ich die ja gemacht haben, oder? Da kann ich mich echt null hier dran erinnern. Kein Stück. Da kommst du auch eigentlich mal wieder eine raus. So, bitte. Möglicherweise. Das wäre jetzt mies, wenn jetzt da unten einer rauskommen würde, da drüber rollen würde und mich ein Stück reißen würde. Das wäre echt hardcore mies. Das ist aber hier was, ey. Ups. Ich hab mich verklickt. Jetzt liegt mein Handy im Weg. Mit der Maus. Bop, 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 bop. Alter, denn ist das riesig. Ah, hier bin ich wieder. Nur höher. Okay, verstehe. Will ich jetzt nicht runterfallen? Hier dürfte eigentlich wieder diese. Jeden einzelnen Weg zu gehen. Haben wir schon wieder was Schönes gefunden, ne? So sagt man nicht nein, was ich hier jetzt gefunden habe. So, jetzt wieder ein bisschen langsamer latschen. Geht's hier da hinten? Geht's weiter? Ich habe hier erst gar nicht gesehen. Was war das? Ja! Er soll deinen. Ach, die Leute.
werden wir mal Heilung einsetzen. Wenn ich nicht ausreichend Magie da habe. Und der Hersteller ein bisschen verbessert. Okay, fangen wir mal an, die hier alle zu durchsuchen. Ich möchte schließlich meine Pfeile wieder haben, ne? Gold, Eisen, sehr schön. Du hast Stahlpfeile dabei, das sehe ich. Ich gedacht, dass die mich hier oben, ich weiß nicht, haben die mich gehört? Werden mich wahrscheinlich gehört haben. Aber ich habe die erst gar nicht gesehen, wo ich da angefangen bin hochzulaufen. Oder angefangen habe hochzulaufen. Und kam nicht hier unten raus. Schweinerei sowas. So. Okay. Da sind wir hier oben safe. Hier ist er. Aber meine lieben Freunde, euch Hendor werden wir in der nächsten Folge zur Strecke bringen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und auch vielleicht unsere anderen Projekte noch verfolgen zu wollen. Da ist ein Abo immer ganz cool. Und ich würde einfach mal so sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!